Hast du manchmal das Gefühl, bei Veränderungen ohnmächtig zu sein, dich hilflos zu fühlen oder nicht zu wissen, wie du reagieren sollst? Es gibt Menschen, die haben absolut keinerlei Schwierigkeiten, wenn sie eine Veränderungssituation haben. Selbst wenn sie den Job verlieren oder unter Liebeskummer leiden, können sie damit relativ gut umgehen. Und andere Menschen wiederum sind dann total aufgeschmissen und wissen eben nicht, was sie tun sollen. Dann hilft es dir, an deiner Widerstandsfähigkeit zu arbeiten. Und genau dazu möchte ich dir heute einfach ein paar Tipps geben. Ich bin Astrid Marie Machalitza, bin Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Burnout-Prophylaxe und möchte dir heute ein paar Tipps geben, wie du deine Widerstandskraft verstärken kannst. So kannst du zum Beispiel deine neue Lebenssituation einfach akzeptieren. Das ist gar nicht so einfach. Wie du das machst, zeige ich dir in dem kleinen Übungsheft, das wir uns gleich angucken und dass du auch hier direkt unter dem Video dir selber herunterladen kannst, um dann einfach nochmal mehr an dir selber arbeiten zu können und bessere Erfolgserlebnisse zu haben. Ein weiterer Tipp ist, das Leben zu bejahen und das Ganze irgendwo auch positiv zu sehen. Denn ja, so schwer eine Situation ist, sie hat auch in der Regel immer den einen oder anderen positiven Aspekt. Erinnere dich auch daran, dass es ja diesen schönen Satz gibt, wo Gott eine Tür zuschlägt, öffnet sich ein Fenster. Und genau das ist es. Guck, welche neue Situation oder welche neue Möglichkeit sich aus dieser jetzt eintretenden Situation auch ergeben kann. Dann erinnere dich an deine Erfolgserlebnisse. Du hast schon so viel geschafft und oft vergessen wir das. Aber da einfach nochmal drüber nachzudenken, was habe ich geschafft, was war in der letzten Woche gut. Also kurzfristige, aber auch eben langfristige Erinnerungen, was war im letzten Jahr, in den letzten 10 Jahren. Die helfen uns, um eben wieder Stabilität ins Leben zu bekommen. Oder auch, werde Meister darin, Probleme zu lösen. Löse die Probleme anderer. Oder überleg dir, wie eben andere dein Problem angehen würden. Dazu kommt, nimm Hilfe an. Wir haben immer die Möglichkeit, auf das, was uns andere anbieten, auch einzugehen. Und eben um Hilfe zu bitten. Und das ist gar nicht so schwierig, wie es eigentlich oft erscheint. Ich selbst kenne das. Ich habe eine ganze Zeit lang überhaupt keine Hilfe annehmen können und irgendwann begonnen, das zu tun. Und hey, das hat gut geklappt. Ja, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Tipps an dieser Stelle. Ich habe dir eine Übungsdatei, ein Übungsheft ein Übungsheft dazu entwickelt, das du dir hier runterladen kannst. Und da schauen wir jetzt einmal noch schnell rein, damit du einen kleinen Überblick bekommst und noch ein bisschen genauer weißt, wie du eben an deiner Widerstandskraft arbeiten kannst. Im Übungsheft über die Widerstandskraft oder übrigens auch Resilienz genannt oder auch Belastbarkeit, habe ich dir erstmal zusammengefasst, was das überhaupt bedeutet, wofür Widerstandskraft gut ist, wie sie sich auszahlt. Auch, dass es keinen Grund gibt, dich als Opfer zu fühlen oder dich aufzugeben, sondern eben, dass du etwas tun kannst. Ich habe dir aufgeschrieben, wie du deine innere Stärke und Widerstandsfähigkeit unterstützt. Und bin danach auf 8 Tipps gekommen, um dich eben zu unterstützen. Emotional, psychisch, aber auch körperlich belastbarer zu werden. Und eben das ist genau das Übungsheft. Zuerst einmal geht es darum, deine neue Lebenssituation zu akzeptieren und zu schauen, wie kannst du aus der Opferrolle heraustreten, wie kannst du aufhören zu klagen oder im Selbstmitleid zu zerfließen, Altes loslassen und dich mit dem Schicksal zu versöhnen. Das sind wichtige Bereiche und deswegen gucken wir uns die auch zuallererst einmal an. Dann geht es darum, einfach das Positive im Leben zu sehen, ja zum Leben zu sagen, dich aufzubauen, dir Mut zu machen und dich eben dann durch diese positiven, selbsterfüllenden Prophezeiungen leiten zu lassen. Und genau deswegen geht es in dieser Aufgabe darum, nach Sätzen zu schauen, die positiv sind, und die dir helfen, in schwierigen Situationen wieder Fuß zu fassen und eben die Sonnenseite des Lebens zu sehen. Dann der Satz, wo Gott eine Tür zuschlägt, öffnet er ein Fenster. Und eben nochmal genau reinzuschauen, welche Fenster haben sich in der letzten Zeit für dich geöffnet? Vielleicht auch, welche Türen haben sich geschlossen, um einfach zu gucken, ja, das hatte auch was Gutes, dass das und das nicht geklappt hat oder nicht so geworden ist, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast. Um deine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, ist es auch gut, dich
um deine Erfolgserlebnisse nochmal zu bemühen, also dich daran zu erinnern. Und darum geht es eben in der vierten Aufgabe. Aufgabe 5, Probleme. Ja, die haben wir alle. Meister darin zu werden, Probleme zu lösen, ist ein sehr guter Schritt zu mehr Widerstandsfähigkeit. Und deswegen kannst du erstmal schauen, wie kannst du jemanden unterstützen, seine oder ihre Probleme zu lösen oder zumindest um besser rauszukommen. Denn das hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du selber anderen helfen, das heißt, ja, du lernst Probleme zu lösen und auf der anderen Seite wird es dir leichter fallen, zu gucken, ach ja, guck, da habe ich geholfen, derjenige hat meine Hilfe annehmen können, ich kann auch Hilfe annehmen. Und damit sind wir bei Aufgabe Nummer 6. Nimm Hilfe an, denn genau das ist es. Wir können Hilfe annehmen. Wir haben vielleicht mal gelernt, nee, andere helfen uns nicht oder meine Aufgaben oder meine Schwierigkeiten sind zu groß, da kann mir keiner bei helfen. Und die Wahrheit ist, es stimmt nicht. Auch du kannst Hilfe annehmen und dich unterstützen lassen. Und feststellen, hey, ich bin nicht alleine und zu zweit geht vieles viel leichter von der Hand. Dann geht es um Zukunft. Schau mal, welche Ziele und welche Werte du hast. Denn dann kannst du auch bestimmen, wohin du gehen möchtest, in welche Richtung du gehen möchtest. Und zwar bezogen auf Familie, Gesundheit, Spaß am Leben, Persönlichkeitsentwicklung, Karriere. Das, was dir gerade wichtig ist. Und deswegen werden wir hier nochmal genau schauen, oder du kannst nochmal genau schauen, welche Werte hast du und auch welche Ziele hast du. Anschließend etwas, um das wir uns auch nicht so häufig kümmern, liebevoll mit uns selbst zu sein. Dazu gibt es auch noch separat das Übungsheft zum Thema Selbstliebe, Liebe dich selbst. Das verlinke ich auch nochmal hier unten mit rein. Schau, inwiefern kannst du liebevoll mit dir selbst sein und an welchen Stellen bist du es bereits? Das ist auch wichtig zu sehen, was habe ich schon und wo ist noch ein Punkt, an dem ich arbeiten kann. Und nun wünsche ich dir, dass du erfolgreicher und zufriedener mit dir selber sein kannst, gesünder und einfach mehr Lebensqualität hast. Denk dran, abonniere diesen Kanal, like das Video und vor allem teile es mit Freunden und Bekannten, sodass auch die mehr Widerstandsfähigkeit und somit mehr Gesundheit und Lebensfreude erreichen können. Abonnieren ist deswegen wichtig, weil du dadurch immer wieder daran erinnert wirst, wenn ein neues Video von mir kommt, zum Beispiel, dass es ja noch ein paar Dinge gibt, an denen du arbeiten wolltest. Denn die Wahrheit ist, im Alltag vergessen wir das oft sehr, sehr schnell. Und schade ist es, ganz sicher, aber auch normal. Und durch die gelegentliche Erinnerung bleibst du halt Stück für Stück am Ball. Nun hoffe ich, dass dir diese Tipps weiterhelfen. Und wie gesagt, lad dir die Übungsdatei runter und hier unten findest du sie. Ja, und dann viel Erfolg beim Stärken deiner Widerstandskraft und beim immer stabiler und sicherer in allen Lebenssituationen werden. Deine Astrid Marie Machalitza.